Also, heute sind da heute auch sehr viele Bäuerinnen hier auf Bern gekommen. Und ich möchte gerne, dass alle mutigen Bäuerinnen hier vorkommen, damit wir zusammen unsere Forderungen vortragen können. Auch die nicht so mutigen, bitte hier vorne. Du bist nicht mit. Bravo, Monika. Wir kommen alle hier auf die Bühne, suchen die vielen hier unterzubringen und wir tun zusammen unsere Forderungen vortragen. Enttäuscht sind von unseren Politikerinnen und Politikern und von den Vertretern der bürgerlichen Organisationen. Sie lassen zu, dass in der Schweiz immer mehr Höfe verschwinden und dass aus bürgerlichen Landwirtschaftsbetrieben Agroindustriebetriebe werden. Durch die ultimative Forderung nach mehr Produktion, nach Wachstum und nach immer mehr billigen Nahrungsmitteln zu Weltmarktpreisen werden unsere Nahrungsmittel massiv abgewertet. Und unsere Betriebe geraten in immer größere Abhängigkeiten von den Grosskonzernen und von den Banken. Aber die Grenzen vom Wachstum sind gegeben und die Ressourcen werden immer knapper und wir Bäuerinnen sind nicht mehr länger bereit, mit diesem Wahnsinn mitzumachen. Wir haben es auch satt. Wir wollen nicht für die Industrie und für den Welthandel geopfert werden. Und wir wollen nicht immer nur vergrössern, weil nachher haben wir einfach mehr Schulden und mehr Arbeit, aber nicht mehr Verdienst. Wir tragen jetzt zusammen unsere Forderungen vor. Auch wir haben Sand. Wir wollen Naturprodukte, nicht Industrieprodukte. Ist auch ein Mensch. L'humo, c'est aussi des gens, pas seulement des chiffres. Nous ne voulons pas de la malbouffe industrielle, mais de la nourriture. Kein subventionnierter Export unserer Überproduktion nach Afrika. Der Planet braucht uns nicht, wir aber den Planeten.